hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch einmal einen neuen Fadenkopf von der Firma Tiger vorstellen, und zwar den Flashcutter. Das ist was ganz was Spezielles. Das ist so eine Art Kreuzung zwischen Messer und Faden. Die Fäden sind ganz speziell. Die könnt ihr biegen, die brechen nicht, sind elastisch, also können ein Hindernis ausweichen, haben beweglich aufgehängt. Mit einem Profi-Alu-Kopf hier, mit Gleitteller sozusagen. Geht ganz einfach, wenn ihr die wechseln wollt, da könnt ihr zwei oder vier Stück einhängen. Da braucht ihr bloß hier ziehen und dann drehen leicht und dann rast hier ein. Und dann könnt ihr die rausnehmen. Wie gesagt, die sind super elastisch. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den normalen Fäden, die reißen leicht ab und die haben eine spezielle Form, so eine flach gezogene Form. Also die haben nicht rund, sondern so flach gedrückt. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Die kann man dann entsprechend dazu bestellen, entweder als Viertstück Packung oder auch einzeln. Also wir haben sie in drei Größen da entsprechend. Die haben auch nach dem Video der Kopf und die Ersatzfäden oder Stücke haben da drinnen im Video. Also je nach Leistung des Gerätes könnt ihr bis zu vier Stück reinmachen. Wird einfach bloß verdreht und dann ist es wieder gesichert. Ist der Kopf mit Ballonettverschluss, kann man hier so aufmachen und das wird ganz normal mit der Mutter vom Freischneider befestigt. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar ist das jetzt eine Honda Viertaktsense, wo wir das dran bauen. Mit 35 Kubik und 1,6 PS. Also da kann man schon sehr gut arbeiten damit. Das bauen wir jetzt ein. Am besten ist das Gerät einfach auf den Kopf stellen. Dann braucht ihr ein Werkzeug zum Blockieren, dass ihr das nicht dreht. Und einen Schlüssel, Rage oder einen Steckschlüssel oder Ringschlüssel, wie auch immer. Den reinstecken beim Loch. Da ist unten ein Loch zum Blockieren. Das hat jeder Freischneider normalerweise. Drehen, bis es einrastet. Und dann ist er Linksgewinde immer. Also sprich, nach rechts geht es auf. Dann einfach runterdrehen. So. Messer runternehmen mit der Scheibe. Dann den Kopf drauf. Der ist für beides, für 20 mm und 25,4 mm. Einfach draufsetzen und dann entweder mit oder ohne Scheibe mit der Mutter festdrehen. Es kommt jetzt ein bisschen auf den Freischneider drauf an. In dem Fall braucht man keine zusätzliche Scheibe, weil die hat einen schönen Bund dran, die Mutter. Da ist das nicht notwendig. Einfach mit der Hand draufdrehen und dann mit dem Schlüssel wieder festziehen. Linksgewinde heißt genau andersrum, so wie eine andere aufgeht, geht die zu. Schauen, dass es schön zentriert ist. Das ist aber wichtig. Und festziehen. Fertig. Schon ist er montiert. Das war wieder euer Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Wenn es euch gefallen hat, macht es ein Gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, schönen Tag noch. Dankeschön.